Name ist Gerhard Hofer, ich bin Wirtschaftsredakteur der Presse. Und bei dieser Frage Wirtschaft und Staat habe ich mir auf dem Weg hierher natürlich vor allem überlegt, was so in letzter Zeit mir so eingefallen ist, wenn ich Staat versus Wirtschaft gehört habe. Da ist mir vor allem eingefallen, erstens einmal immer stärker hört man zum Beispiel, dass der Staat sich um die Gehälter von Managern kümmern möchte und sagt, wie viel darf ein Manager verdienen in der Wirtschaft. Und mir ist auch eingefallen, wie viel Staat steckt in der österreichischen Wirtschaft, und bin drauf gekommen, es ist mehr als die Hälfte, nämlich die sogenannte Staatsquote in Österreich liegt noch immer bei 51,5%. Das heißt, jeder zweite Cent, der hier bei uns verdient wird oder ausgegeben wird, wird vom Staat ausgegeben. Sind wir da auf einem richtigen Weg? Glauben Sie auch, dass Staat und Wirtschaft dasselbe sind, oder ist das etwas, wo Sie sagen, Staat ist der Staat und die Wirtschaft ist vielleicht nicht immer nur Staat? Gut, wunderschönen guten Abend, und natürlich kann man beides nicht losgelöst sehen, und ich glaube, wir haben sehr massiv die letzten 30 Jahre einen gewissen Rückzug der Staats- aus der Wirtschaft erlebt. Das war ja vor vielen Jahren noch ganz anders, aber das ist, glaube ich, jetzt reduziert, und das, wo der Staat noch drinnen steckt, mehr oder weniger sind, glaube ich, Grundsatzentscheidungen. Das sind Grundsatzentscheidungen, wo es darum geht, will ich die Telekom überhaupt nicht mehr beeinflussen, will ich ein Telekommunikationsnetz haben, wo ich als Staat überhaupt keinen Anteil mehr habe, oder will ich das nicht haben, will ich bei der Eisenbahn noch ein bisschen mitreden, bei diesen Verkehrsmitteln, und will ich bei der Post auch noch einen gewissen Anteil. Ich glaube, das sind alles Dinge, und die gibt es überall Rückzüge, und so wie das jetzt sich quasi darstellt, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Das, was sehr oft kritisiert wird, der Staat, ja, wer ist der Staat? Der Staat sind wir alle. Wir sind immerhin mit dieser Konstruktion der viertreichste Staat Europas geworden. Weltweit, glaube ich, sind wir an siebter Stelle. Ich glaube, wir sind nicht so schlecht unterwegs. Und sind demzufolge natürlich kostet dieser Sozialstaat, hat seine Kosten, ist gar keine Frage. Aber es denkt bei uns kein Durchschnittsbürger nach, bin ich krankenversichert oder nicht. Es denkt kein Durchschnittspensionist nach, kriege ich eine Pension oder kriege ich keine. Das sind alles Dinge, die bei uns nicht das wirkliche Thema sind. Und natürlich, ja, ein gewisser Finanzaufwand für diesen Staat ist dadurch gegeben. Glauben Sie, dass es sowas, es wird zumindest in den Medien so oft angeführt, gibt es sowas wie das Comeback des Staates? Ich denke zum Beispiel an das Begräbnis der Margaret Thatcher, das zum Teil mit Champagnerfeier begleitet worden ist, die dafür stand, den Staat so weit wie möglich aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft rauszuhalten. Das Modell ist nicht wirklich gut gegangen. Ist so etwas wie das Comeback des Staates abzusehen? Nein, ich glaube, wir kriegen kein Comeback des Staates. Wir haben in Österreich jetzt eine Mischung, dass bei ein paar großen Firmen ist der Staat noch beteiligt, der Rest ist alles irgendwo Privatkapital. Was ich zum Beispiel persönlich am meisten liebe, sind Aktiengesellschaften in Familienbesitz, sage ich das ganz offen. Die haben uns am meisten in der Krise geholfen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, sind Aktiengesellschaften, wo irgendein Analyst noch meint, ich brauche 2% Gewinn und auf die Reise, so wie man das jetzt, ich sage das sehr mit aller Offenheit, so wie wir das derzeit bei der Firma Siemens erleben, wo ganze Sparten verkauft werden, die positiv bilanzieren, nur weil der Gewinn zu wenig ist, muss noch was gemacht werden, nicht nachvollziehbar. Das sind aber, hat alles nicht mit Staat zu tun. Ja. Der österreichische Staat ist, glaube ich, einigermaßen gut aufgestellt, und natürlich müssen wir dort uns bemühen, immer unsere Hausaufgaben zu machen, ist keine Frage. Aber die Wirtschaft in Österreich ist, glaube ich, umgekehrt auch eine, die sehr agieren kann, die aber auch immer wiederum kommt und sagt, bitte Staat, hilf mir, bitte Staat, hilf damit. Gleichzeitig schimpft es auf den Staat, aber das gehört dazu. Das ist an und für sich ein, wir haben das jetzt ja bei den Banken gesehen,
Banken hatten ein Problem, wer ist eingesprungen? Der Staat, und hat dieses Kapital zur Verfügung gestellt, damit quasi die Bilanzvorschriften erfüllt werden konnten. Es ist alles okay, soll so sein, aber nur muss uns klar sein, es geht nur miteinander und es geht nicht gegeneinander. Aber wenn Sie sagen, der Staat ist bei den Banken eingesprungen, dann meinen Sie ja vor allem die Steuerzahlerin und den Steuerzahler. Entschuldigung, der Staat ist immer. Wer ist der Staat? Sind wir alle, so wie wir da sitzen, in einer Demokratie repräsentiert durch Personen, die ins Parlament gewählt sind und die eine Regierung stellen, aber der Staat sind immer wir alle. Und alle 5 Jahre hat jeder die Möglichkeit, eine quasi mitzuwirken. Wenn man die Landtagswahl dazu rechnet, so alle 4 Jahre wahrscheinlich, kann man sagen, okay, ich bin zufrieden oder nicht zufrieden. Wir haben es jetzt gerade wieder gestern in Tirol erlebt. Ich will das Ergebnis nicht interpretieren, aber 45% waren nicht dort. Ja, das ist in Wahrheit, glaube ich, auch ein Signal, was man nicht unter den Tisch kehren lassen kann. Ich gratuliere Herrn Platter, ja, das ist nicht mein Problem, sondern 45% waren nicht dort. Das heißt, die größte Mehrheit ist schon seit vielen Jahren, die sind die Nichtwähler. Ja, das macht mehr Sorgen, als wie, ob jetzt 1% mehr oder 1% weniger irgendwo verschoben wurde oder eine Partei gewonnen hat oder wie auch immer. Aber man muss sich natürlich Gedanken machen, warum. Und warum ist möglicherweise der Grund, dass viele sagen, es ist, meine Stimme ist sinnlos oder sie sehen einfach keine Idee mehr, der sie irgendwie ihre Stimme geben sollen. Also viele Leute, glaube ich, überlegen sich auch, nicht wählen zu gehen. Das ist keine Frage, man könnte jetzt eine großkopferte Antwort geben, was ich nicht tue. Man könnte sagen, es passt eh alles, darum gehe ich nicht hin. Tue ich nicht, ja. Ich gebe schon eine sensible Antwort und natürlich müssen wir uns fragen, wie können wir die Teilhabe verbessern, wie können wir die Teilhabe erhöhen. Da gibt es diverseste Instrumentarien, aber klar ist auch, bei all diesen Teilhabe erhöhen und Teilhabe verbessern, müssen wir auch den Menschen sagen, bitte, das ist dein demokratisches Grundrecht und bitte mach mit. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Menschen den Staat immer nur oder sehr oft als etwas sehen, der etwas von ihnen will. Er will Steuern, er will Abgaben, er will Verordnungen, er fordert Bürokratie von Unternehmen. Und immer seltener merken die Leute, was es ihnen gibt, obwohl, oder sie sehen es nicht. Sie haben schon das Gesundheitswesen oder das angesprochen. Möglicherweise muss der Staat auch der Wirtschaft oder den Leuten in unserer Gesellschaft mehr auch vor Augen führen, was er gibt? Ja, wenn wir zu viel werben, werden wir auch geprügelt. Sagen wir nicht, wir haben auch geprügelt. Nein, Spaß beiseite, aber natürlich, es ist ein Geben und Nehmen. Wir finden uns ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir bemühen uns ja immer irgendwo halt etwas weiterzutreiben, gewisse Dinge zu verbessern. So was ich, so wie ich vorige Woche da vorgestellt habe, dem Kollegen Mitterlehner, die Pflegekarenz, Pflegeteilzeit. Es ist halt irgendwo wiederum eine Nische ohne Rechtsanspruch. Dadurch ist das für alle sehr, für alle Beteiligten gestaltbar. Aber Fakt ist, wir müssen uns natürlich auch teilweise, muss man halt anders versuchen zu transportieren und vor allem auch dieses Einbeziehen der Bürgerinnen und Bürger teilweise auf andere Ebenen bringen. Wenn man Wirtschaft und Staat vergleicht oder zusammentut, dann fällt auf, dass Wirtschaften noch bedeutet, dass man irgendwann einmal einen Gewinn macht. Das ist, glaube ich, das Ziel eines Unternehmens. Wenn man sich jetzt den Staat anschaut, dann ist ihm das in den letzten 50 Jahren nicht gelungen. Trotzdem funktioniert es noch irgendwie, aber die Schulden wachsen ist und endliche. Ist das nicht auch ein Problem des Staates, dass er das nicht auch transportieren kann, dass er wie ein Unternehmen auch agiert, wenn es auch manchmal dann schwierig wird? Ja, ich glaube, gerade die letzten Monate oder die letzten Jahre haben bewiesen, dass wir sehr wohl klar sagen müssen, es kann keine weitere Erhöhung der Schulden geben, es kann keine weitere Politik geben, die von Haus aus nur einen gewissen Schuldenstand mitprogrammiert, das kann es nicht geben. Und diese Offenheit muss man tun. Ich habe mich müssen hinstellen und 2,6 Millionen Pensionisten erklären, die Pensionsanpassung
sich um 1% reduzieren. Es gibt lustigere Sachen, können Sie sich vorstellen. Aber es ist klar, wir müssen hier mit aller Offenheit und Transparenz sagen, das tun wir, für das wird das und das verwendet. Und dann müssen wir Bremsfaktoren einziehen und diese Bremsfaktoren müssen wir durchhalten. So wie wir uns jetzt in der Koalition einig sind, den berühmten 23. September 2008, wird es im Jahr 2013 nicht geben. Also keine Zuckerln vor der Nationalratswahl? Nicht bei der letzten Sondersitzung vor der Nationalratswahl. Das, was damals im Jahr 2008 gemacht wurde, hat gekostet ca. 3 Milliarden Sternstunde. Das wird es nicht mehr geben. Und das muss man heute schon sagen. Und sich dann selber ernst nehmen, dass es ja nicht gibt. Dann müssen Sie was anderes sagen, nämlich sollten Sie dann vor der Wahl, werden Sie dann sagen, den Leuten, Sie werden länger arbeiten müssen, Sie werden weniger aus den sozialen Töpfen bekommen, oder kommt das auch nicht zur Sprache? Das länger arbeiten hören Sie von mir schon seit 2 Jahren, das ist nicht das Problem. Nein, das ist natürlich überall. Naja, ich erzähle das überall. Das mache ich überall. 58 oder 59 Jahre ist das schon. Naja, das muss man zerlegen. Das ist immer so eine. Nein, das muss man wirklich zerlegen. Die Zahl stimmt natürlich, wenn man die Invaliditäten rausrechnet, um die geht es ja, schaut die Welt anders aus. Ne? Wenn du die Invaliditäten wegrechnest, geht die durchschnittliche österreichische Frau mit 59,7 in Pension und der durchschnittliche österreichische Mann mit 62,6. Das Problem, was wir haben, sind die Invaliditäten. Und diesen Umstand haben wir jetzt angegriffen und mit Beginn nächsten Jahres wird es zum Beispiel keine befristete Invaliditätspension mehr geben für Menschen, die jünger als 50 sind. Alle bestehenden Befristeten laufen aus und laufen weiter, das ist nicht das Problem, aber für zukünftige wird es das nicht mehr geben. So, und dadurch wird sich automatisch unser Pensionsantrittsalter etwas verschieben, Punkt 1. Punkt 2 sind wir voriges Jahr, sage und schreibe, um 5 Wochen älter geworden beim Pensionsantritt. Jetzt werden einige lachen und sagen, was sind 5 Wochen? Aber 5 Wochen sind 100 Millionen Euro wert, weil 52 Wochen später in Pension gehen, bringt bei mir eine Minderausgabe von 1,1 Milliarden. Nur im ASVG. Mit den Beamten 1,3. So. Und wenn man 52 Wochen dividiert durchdividiert und dann mal 5. Ich habe eine Einsparung voriges Jahr nur aus diesem Umstand, oder Minderausgabe besser gesagt, nur aus diesem Umstand von 100 Millionen. Und das sind die 5 Wochen. Und heuer werden wir wieder älter werden, das funktioniert schon langsam. Wir werden etwas später in Pension gehen, um vor allem aber einer Gruppe halt primär zu helfen, um die es wirklich geht, das sind die Invaliditäten. Weil die Invaliditäten sind ja nicht Jux und Tollerei und Hurra, sondern da gibt es ein Schicksal, da gibt es Probleme, da gibt es viele, viele Hintergründe. Aber da kann man auch vieles tun und das müssen wir jetzt tun und das tun wir. Aber Sie haben recht, ich muss natürlich auch den Menschen sagen, was unsere Hausaufgaben sind. Und dann werden wir noch eine Verteilungsgerechtigkeitsdebatte führen in Österreich, die eh schon bekannt ist. Sie meinen jetzt die Vermögensteuer? Ja, es hat erst heute, Entschuldigung, das ist jetzt kein Phishing, aber hat erst heute die Europäische Kommission wieder festgestellt, Vermögensteuer in Österreich sind noch entwicklungsfähig. Nicht nur in Österreich alleine, in ein paar Ländern sind sie noch entwicklungsfähig und das wird eine Debatte sein, aber uns muss auch klar sein, es ist eine einmalige Debatte, wir haben schon einiges erreicht und hat sich einiges schon getan. Und wir dürfen nicht den Fehler verfallen, das, was da reinkommen wird, gleich nicht mehr auszugeben. Ne? Das wird es nicht sein, das kannst du maximal einmal ausgeben und aus. Was Steuern betrifft, da kann der Staat natürlich relativ viel machen und auch Kreativität walten lassen. Sie haben aber gesagt, es muss eine Steuergerechtigkeit geben. Mir ist bis jetzt dann noch nirgends bekannt, wo man Vermögende mehr zur Kasse gebeten hat, dass dafür die weniger Vermögenden dann auch weniger Steuern gezahlt haben. Ich habe immer das Gefühl, am Ende kassiert es dann trotzdem Bürokratie.
Naja, es ist jetzt die Frage, welchen Weg geht man und was tut man, aber wenn ich sage, ich mache zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, ist dabei eine Million, dann haben wir nicht viel Leute. Ne? Oder ich sage, ich mache eine Schenkungssteuer, ist dabei eine Million, dann haben wir auch nicht viele. Ne? Das ist jetzt die Frage, was tut man, wie geht man um. Ne? Weil was uns auch klar ist, gerade wenn wir im Gewerbeverein sitzen. Bitte? Nein, ich sage ja, nein, ich wollte ja gerade sagen, da sitzen wir, wir wissen umgekehrt ja auch als Sozialdemokratie. Ich habe eine Riesenmasse von einer kleinen österreichischen Wirtschaft. Wir stehen vor vielen Vererbungen, ja, allein schon von der Demografie her. Und wir wissen ganz genau, ich kann nicht das dadurch das Vererben verunmöglichen und diese kleinräumige Wirtschaft umbringen, das ist uns auch klar. Umgekehrt wissen wir auch, dass viele, sehr viele ihr Vermögen bereits in Stiftungen haben und in Wahrheit in Stiftungen nicht mehr vererbt wird, sondern in Stiftungen eh schon klargestellt ist, wie es weitergeht. Das wissen wir auch. Aber diese Rufe aus der EU, dass wir hier noch Potenzial haben, blenden wir eines aus, dass wir ja auf dem Weg zum Vermögen relativ viel Steuern zahlen. In anderen Ländern zahlt man vielleicht weniger Steuern, bis man vermögend ist und darf dann seinen Obolus leisten. Das Problem, das wir haben, ist, dass man einmal so viel Steuern zahlen muss, dass es einfach schwer ist, Vermögen anzuhäufen. Also ich sage jetzt da die Steuern auf Arbeit und was da herum ist, Sozialversicherungen. Nein, das ist keine Frage. Man muss es als Gesamtheit sehen, das tun wir auch. Und wir wissen schon zum Beispiel, dass wir Lohnnebenkosten nicht mehr erhöhen können. Ne? Das ist vollkommen klar. In Wahrheit muss man auch denken, wie bringen wir es runter. Da sind wir uns alle einig. Aber nicht in absehbarer Zeit möglich? Ja, schauen wir mal. Ich meine, es gibt ein paar Dinge, ein paar Schrauben, wo man eventuell was drehen kann. Aber das ist jetzt alles, gebe ich schon zu, nicht Dramatik, sondern ist halt ein Schritt. Das wird sich da oder dort, nehme ich an, in einer nächsten Regierungsbeteiligung werden wir sicher über Steuerreform oder über Steuerneugestaltung sicher reden. Das ist gar keine Frage. Und da wird die nächste Regierung sicher auch die notwendige Zweidrittelmehrheit haben, um Vermögensteuern wieder einzuführen? Schauen Sie, ich bin Optimist und sonst braucht man gar nicht zu einer Wahl antreten. Ne? Und ich bin Optimist, ich gehe mir davon aus, dass das so sein wird. Eigentlich habe ich eines von Ihnen jetzt gelesen, und das ist jetzt ganz was anderes, wo ich mir gedacht habe, das würde mich mehr interessieren. Es steht in Ihrer Biografie, Sie waren Handballer. Ja. Guter Handballer? Ich habe es zumindest bis zur Jugendauswahl geschafft. Und dann waren aber der linke Meniskus kaputt und der rechte Knöchel. Und dann habe ich müssen wieder ein bisschen aussetzen. Dann waren Sie Präsident des österreichischen Handballbundes? Nein, ich bin Präsident des Wiener Handballverbandes. Diesen Job will keiner haben, wenn man nicht. Ja, weil die Vorarlberger zu stark sind. Ja. Als Gemeindebediensteter angefangen, 1969 glaube ich, schon auch bei der Stadt Wien, ihr Gewerkschaft der Gemeindebediensteten. Und dann relativ schnell, ich glaube schon nach ein paar Jahren, waren Sie dann eigentlich hauptberuflich in der Politik. Stimmt das, dass Sie so ein relativ schnell politisch tätig waren? Ja, relativ sehr schnell. Ich wurde als 17-Jähriger das erste Mal als Jugendvertrauensrat gewählt und habe aber dann eine kleine Durststrecke hingelegt, da bin ich aber immer wieder gewählt worden. Weil ich habe das Bundesgymnasium für Berufstätige besucht am Henriettenplatz und bin dann dienstfreigestellt worden als Personalvertreter und da war ich 26 Jahre. Und dann ist das halt irgendwie dahin gegangen. Als Personalvertreter muss man alle 4 Jahre gewählt werden. Das heißt, du musst schon deine Leute betreuen und musst schon schauen, dass du da nicht den Anschluss verlierst, aber hatte dann das Glück halt, eine weitere politische Karriere im Wiener Landtag zu machen. Also Sie waren also mit 25, 26 schon die große Zukunftshoffnung der SPÖ. Und ich habe im Sommer vorigen Jahres in einem Magazin gelesen, Sie sind noch immer eine große Zukunftshoffnung der SPÖ.
So kann man das sehen. Zwischenzeitlich haben sich meine Posten etwas verändert. So, die Luft ist schon ein bisschen dünner, weil über den Minister viel geht nicht mehr. Und, nein, viel geht nicht mehr. Und demzufolge, ja. Lange Zeit in der Gewerkschaft und dann hat es ja doch da ein einschneidendes Erlebnis gegeben, 2006, mit dem Fall BAWAG, wo Sie auch an die Spitze des ÖGB gekommen sind. Das war eine Zeit, an die Sie sich gerne zurückerinnern? Ja. Wirklich? Ja, ich habe wahnsinnig, was halt die wenigsten glauben, aber ich bin wahrscheinlich derjenige, der am meisten gelernt hat in dieser Zeit. Weil erstens einmal, wie bringst du einen Verein mit 1,2 Millionen Mitgliedern über die Krise? Wir haben zum Glück nur knapp 100.000 verloren. Wie verkaufst du eine Bank? Die Challenge habe ich vorher noch nie gehabt. Und wie verkaufst du, der was 55-Jährige, damals 55-Jährige gelernt, wie verkaufst du eine Bank in diesem politischen Spannungsfeld? Ne? Können Sie das bei der Hypo noch einmal zusammenbringen? Bei der Hypo ist es nicht möglich. Nein, das muss man ja dazu sagen, es sind ja mehrere Faktoren. Die BAWAG als solches war insofern leichter so zu gestalten, weil es noch keine Krise von den Lehman, die Lehman-Krise noch nicht gab. Und wir haben ja die BAWAG 4 Monate vor Lehman verkauft, effektiv übergeben. Und wäre das 4 Monate später gewesen, hätte man die BAWAG nicht mehr angebracht. Das muss man so sehen. Und was man auch sehen muss, ist, was man auch bitte schon sagen, ich hatte zwar eine Staatsgarantie, habe aber keinen einzigen Euro Steuergeld in der BAWAG gebraucht. Also wir haben keinen einzigen Euro vom Staat bekommen. Ganz im Gegenteil, ich habe für das BAWAG-BSK-Haftungsgesetz 32 Millionen Haftungsentgelt zahlen müssen. Das heißt, der Staat hat an der BAWAG-Krise verdient. Wir haben nur das Haftungsgesetz gebraucht, um überhaupt bilanzieren zu können. 2005, die Bilanz 2005, das haben wir gebraucht, das haben wir gekriegt. Das war damals auch zum Glück im Parlament ein einstimmiger Beschluss aller Parlamentsparteien. Da haben blitzartig alle zusammengespielt. Und wir haben eingezahlt. Wir haben nichts bekommen, wir haben eingezahlt. Und das war auch deshalb, das war einer der Grundbedingungen, warum das, wir haben eine Grundbedingung müssen erfüllen. Der damalige Bundeskanzler hat sich natürlich schon das insofern politisch ein bisschen abbringen lassen, dass er gemeint hat, die BAWAG muss zu 100% verkauft werden. Dann ist der Staat bereit, diese Haftung herzugeben. Das war uns aber ehrlich gesagt wurscht, weil uns war auch klar, wir müssen verkaufen. Das war uns auch vollkommen klar. Und demzufolge habe ich das gerne. Demzufolge haben wir das. Aber Sie haben ja nicht nur die BAWAG verkauft, Sie mussten ja auch den Gewerkschaftsbund jetzt nicht verkaufen, aber doch sehr viele Anteile, Immobilien im Zuge dieser Krise veräußern. Das war ja doch auch ein ziemlicher Brocken, den Sie da bewegt haben. Ja, wir haben jede Woche wo ein Haus verkauft, sage und schreibe. Und ich habe damals zum Leidwesen vieler, das, auch die ÖGB-Zentrale in der Hohen Staufengasse und Lieblinger Straße verkauft. Das war auch sein Glücksgriff, das ist ein gemischter Fonds gewesen, deutsch-amerikanisch. Der Geschäftsführer dieses Fonds, in München lebend, ein geborener Wiener, der sich als Kind in Hietzing aufgewachsen und der hat den Traum gehabt, als Kind möchte ich ein Haus auf der Ringstraße. Daraufhin habe ich ihm gesagt, da haben sie. Haben Sie den Traum erfüllt? Naja, wir haben ein bisschen was dazwischen unterschreiben müssen. Natürlich einen gewissen Kaufpreis hat er müssen mitbringen. Und ja, aber da war auch ein Zufall, weil der ganze Komplex hat er nie uns alleine gehört. Der letzte Teil hat er der Wüstenrot Bausparkasse, der Wüstenrot Versicherung gehört. Die haben auch mitverkauft, dort wo jetzt die OPEC steht. Und dann haben wir die OPEC noch ans Boot was bringen können. Das waren teilweise abenteuerliche Aktionen. Aber da haben alle zusammengeholfen und so ist das gegangen. Das war Krisenmanagement über viele Monate hinweg? Ja,
Das war, dann habe ich müssen 1300 ÖGB, ehemaligen ÖGB-Mitarbeitern, die eine Pensionszusage hatten, erklären. Ich muss euch Zusatzpension, sagen, ist, Zusatzpension ist Geschichte, wir zahlen euch was aus. Ich glaube, 3 oder 4 prozessieren immer noch. Der Rest hat es, die Masse hat unterschrieben und war natürlich ein sehr mühseliger, schwieriger Prozess. Aber wir haben gute Vergleichsangebote gemacht und die Masse hat unterschrieben und hat dadurch quasi, ja. Und mit dieser Expertise wurden Sie dann Sozialminister, so quasi Krisenmanagement auf Regierungsebene? So ungefähr. Ich nehme es an, das war einer der Motive, dass ich gefragt wurde. Sozialversicherung und so weiter, Pensionen. Ja, das ist alles, wir haben kein Auge jetzt trocken gelassen, an allen Schrauben gedreht. Es gibt in Wahrheit fast keine Bestimmung, die nicht irgendwo verändert wurde. Und war halt alles mit einem gewissen Augenmaß und einigermaßen sozial abgesichert. Und im Vergleich zu den Summen, die hier jetzt, mit denen Sie jetzt zu tun haben, ist eigentlich die BAWAG relativ ein unbedeutender Betrag gewesen? Ja, eigentlich schon. Nein, das war damals ein Riesenglück, dass dieser amerikanische, dieser Fonds, weil Cerberus ist ja nichts anderes als eine Fondskonstruktion. Heuschrecke, hat man früher gesagt. Ja, die wollten unbedingt in Europa eine Bank. Das war eigentlich in Wahrheit der ganze Hintergrund. Die wollten in Europa eine Präsenz aufbauen, haben sich ein paar Wochen, ein Jahr vorher die GMAC Bank gekauft in Frankfurt. Die General Motors Consumer Bank Europe, das ist aber nicht so gut gegangen. Dann mit der BAWAG wollten sie so ein Konstrukt, ein europäisches Bankenkonstrukt aufbauen. Und dann kam der September 2007 und dann war es das. Sind das alles Sachen, also Sie mussten die BAWAG verkaufen, Sie mussten den ÖGB sanieren, mussten auch vielen Mitarbeitern relativ unangenehme Dinge beibringen. Das sind ja nicht gerade Sachen, die einem sehr populär machen. Letztendlich haben Sie es aber trotzdem geschafft, wenn ich mir jetzt wieder, haben wir da ein paar Titel aufgeschrieben, Roter Heinz Konrad, so den Kollege ist hier mal benannt, aufgrund ihrer Beliebtheit. Der Kurier schreibt sogar Allzweckwaffe, was nicht so sympathisch ist, aber er meint damit auch, weil sie halt sehr viele Möglichkeiten haben. Nach der Wahl werden Sie weiterhin Sozialminister sein oder wollen Sie? Nein, ich habe eine erklärte Ansage, die mache ich auch hier. Ich möchte bis zu meinem 70. Lebensjahr Sozialminister bleiben. Das Einzige, was mich daran hindert, ist, Sie müssen mich zweimal wählen. Das erste Mal können wir es gemeinsam üben am 29. September diesen Jahres. Dann haben wir wieder eine fünfjährige Periode, dann müssen wir es dann neu mit zusammenbringen und dann geht es also aus. Ich bin jetzt 61 und heuer werde ich noch 62 und demzufolge können wir das dann gemeinsam gestalten. Spaß beiseite, ich möchte weiterhin Sozialminister bleiben. Dieses Amt macht Spaß, das Amt gibt viele Möglichkeiten her. Natürlich muss sehr viel mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten und, aber du kannst einiges bewegen und ja, es macht Spaß. Dann sage ich mal herzlichen Dank. Danke. Und